Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge. Tag 24, Mittwoch, den 1. Herbst. Und wir gucken doch gleich mal, was der Wetterbericht so schwafelt. Wolkig mit Windböen. Okay, dann die Wahrsagerin. Ich sehe ein Glitzern in meiner Kristallkugel. Die Geister sind heute gut drauf. Ich denke, du wirst ein wenig extra Glück haben. Das ist immer gut. Und die Königin der Soßen. Gemüsepfanne, die haben wir bereits schon mal erlernt. Das ist sehr gut. Das heißt, wir können sie nicht nochmal lernen. Und sind somit raus für die heutige Folge. Und pack, 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 pack. Einmal die Mädels, die Chicksen begrüßen. Und jetzt einmal die Fütterparade. Tun wir gleich mal noch Hühnchenkinder verwurschen. So. Dann schauen wir doch gleich mal zu den Kühen. Das ist jetzt sehr toll. Die sind nämlich jetzt groß. Und wir können sie aber nicht melken, weil wir haben noch keine Melkmaschine. Weil Mani ja nicht auf hatte. Gehst du bitte weg? Würdest du bitte weggehen, Kuh? Mann. Mann, du. Okay, jetzt pass auf, wir müssen dann gleich. Begrüßt haben wir sie jetzt alle. Wir holen jetzt gleich mal nochmal Holz. Holz. Und machen nochmal eine Kiste. Schmeißen das restliche Holz wieder zurück. Warte mal, ich nehme jetzt mal Holz, Stein, Kupfer, Hartholz. Ich nehme da jetzt mal was mit. Jetzt schmeiße ich das mal schnell weg. Das da, das da, das da und das da. Die packe ich nämlich jetzt gleich mal damit in den Kuhstall mit rein. Und zwar hier oben. Oder machen wir es hier hin? Machen wir da hin. Und die tun wir jetzt gleich mal weg. Und packen wir hier unten mit hin. Und da packen wir nämlich dann die Melkmaschinen so mit rein. Genau. Und jetzt gucken wir schnell, wann die Mani auf hat. Halt. An den meisten Tagen von 9. Die hat auch von 9 bis, keine Ahnung was, 9 bis 17 Uhr. Die Feenblumen. So viele verschiedene Farben. Feenrose. Ernsthaft. Schauen wir mal, ob da unten auch schon was reif ist. So, nein, leider nicht. Leider nicht. Dann bringen wir wohl jetzt die Feenrosen zum Verkauf. Oder soll ich da mal eine aufheben? Das ist eine gute Frage. Das ist eine gute Frage. Ich würde sagen, einer alten Legende nach lockt der süße Geruch dieser Blume Feen an. Ich würde sagen, die bringen wir weg. Und die drei hebe ich jetzt mal auf. Das war eigentlich total wachsinnig, aber ist ja egal. Jetzt pass auf. Gut, jetzt gehen wir mal schnell. Jetzt gehen wir zuerst zu Mani. Gell? Jetzt holen wir erstmal unsere Ziegen, wie ich es versprochen habe. Wenn die gute Frau auf hat. Wenn die gute Frau auf hat, das ist natürlich die Voraussetzung, dass dann er wieder ihrem geliebten Louis hinterherläuft. Louis ist übrigens der Bürgermeister für alle, die es gerade nicht im Kopf haben. Gott sei Dank, sie ist da. Howdy. Tierbedarf. Wir kaufen noch ein Heizgerät. Dann brauchen wir einen Melkkübel. Was ist ein automatischer Greifer? Sammelt automatisch jeden Morgen die Produkte deiner Tiere ein. Funktioniert für Kühe, Schafe und Ziegen. Also das Ding ist neu. Das kenne ich bisher nicht. Das ist wirklich neu. Krass. Ein automatischer Greifer. So klein. Dann Tiere kaufen. Ziegen. Glückliche, ausgewachsene Ziegen liefern jeden zweiten Tag Ziegenmilch. Du benötigst einen Melkkübel, um Milch zu sammeln. Lebt im Stall.
Tremi. Sehr schön, ich habe Tremi zu dir nach Hause gebracht. Dankeschön. Dann nehmen wir gleich nochmal eine. Sehr schön, ich sende die kleine Bohne sofort zu ihrem neuen Zuhause. Wir machen jetzt erstmal nur zwei. Okay, zwei müssen jetzt erstmal reichen. Die fressen uns dann eh schon die Haare vom Kopf, mehr oder weniger. Aber jetzt bringen wir gleich mal, jetzt gehen wir gleich mal nochmal rein und tun die lieben Kühe melken. Also wenn sie denn schon zu melken sind. Das wissen wir ja nicht, ob die gleich am ersten Tag, wenn sie groß sind, Milch geben. Da habe ich jetzt leider gerade nicht im Kopf. Mir voll die Wirrwarr gerade gelaufen. Perfekt. That's very nice. That's very pretty. Sehr pretty. Ich freue mich. Und natürlich haben wir auch gleich eine mit Sternen. Das ist sehr, sehr toll. Dann packen wir die gleich mal rein. Und jetzt gehen wir das Heizgerät oben hinstellen. Das kostet auch 2000. Krass. Dann packen wir das da rein. Und dann geben wir uns die Zieglein noch. Meh, die sind voll süß. Gucken eigentlich aus wie Hasen, aber egal. So, wieso vier? Keine Ahnung. Ist ja egal, wir füllen das einfach mal komplett auf und gut ist. Die anderen zwei Milch, die hauen wir gleich mal zum Verkauf. Sashimi haben wir, glaube ich, nur in der Tasche. Gut, dann gehen wir jetzt mal zum Sebastian, beziehungsweise zu seiner Mami. Oh, Tiger haben wir auch noch nichts gegeben. Und dann schauen wir doch mal. Lululu. Ob wir vielleicht nochmal gleich einen Stadel bauen. Ich kann nicht anders. Ich sehe den ausgewachsenen Baum und muss ihn mitnehmen. Ich muss ihn komprimieren und in meine Tasche stecken. Es geht nicht anders. Ah, Gott. Ich sage, es geht nicht anders. Gut, da läuft Sebastian. Das ist sehr von Vorteil. Das heißt, wir können Sashimi gleich hier oben in die Leiste nehmen. Können den guten Mann gleich aufhalten. Wie spät ist es? Ich habe die letzte Nacht zu viel geschlafen. Zu viel gibt's nicht. Das mag ich am liebsten. Woher weißt du das? Tja. Ich riech das. So. Hofgebäude. Haus verbessern. Laden. Nee, Laden brauchen wir eigentlich nichts. Wenn du hier handarbeitest, hast du Zugang zu Materialien in alle angrenzenden Truhen. Seit wann gibt's eine Werkbank? Seit wann gibt's eine Werkbank? Ich bin gerade total verwirrt, Leute. Seit wann gibt's die Werkbank? Die ist definitiv auch neu. Okay. Wir gucken jetzt erstmal. Hofgebäude errichten. Mühle ermöglicht es, Mehl aus Weizen und Zucker aus Rüben herzustellen. Ein leeres Gebäude, 15.000. Züchte Fische und ernte ihre Produkte. Das wäre ganz interessant, aber wir haben leider nur nicht genügend Seetang und Ding. Das sind die Gebäude für die Freunde. 5000 Eisenbahnen, verdammt, ich habe halt nichts richtig mitgenommen, gell? Wie immer. Luxusstall. Große Schuppen. 550 Holz und 300 Stein. Ich habe nichts davon. Ja, Leute, wir müssen in die Mine. Aber jetzt nicht heute. Oh, 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 oh. Was macht Linus da? Huch! Oh, du bist es, Linus. Du bist Linus, stimmt's? Hast du Hunger? Ich könnte dir was zu Mittag machen. Wie wäre es mit etwas Höhlenkarotten-Eintopf von gestern? Das ist sehr nett, aber nein, danke. Ich hatte heute viel Glück beim Wühlen. Okay. Jessie, du siehst aus, als wolltest du etwas sagen. Ich bin nur froh, dass es Linus gut geht. Ich würde ihn gerne einladen mit mir auf den Hof.
Was? Ich würde ihn gerne einladen, mit mir auf dem Hof zu leben. What? Das kann man? Wenn man mit Linus befreundet ist, kann man ihn einladen, mit auf dem Hof zu leben? Okay, aber man kann ihn doch nicht ehelichen. Jetzt pass mal auf, ich muss das jetzt mal nachschlagen. Wir haben jetzt Größe des... Oh. Hä, wieso? Achso, weil ich das schon mal da aufgemacht habe. Pass mal auf, das will ich jetzt schnell wissen. Was war's? Stardew Wiki. Hier. La la la. Dorfbewohner. Nicht heiratbare Dorfbewohner. Linus. Beziehung. Mag. Hat er überhaupt Items, die er nicht mag? Liebt. Neutral, mag nicht. Wollte ich gerade sagen, der Linus hat nichts, was er nicht mag. Hier genau, hier, da haben wir es. Verlasse den Steinerladen an einem sonnigen Tag zwischen 9 Uhr und 17 Uhr. Robin, Linus und der Spieler sind vor Robins Haus. Robin bietet Linus Essen an, doch er lehnt ab. Ah, okay. Es hätte jetzt, also wenn wir den jetzt, wenn wir ihm jetzt anbieten würden, auf dem Hof mitzuleben, würde das Linus möchte gar nicht mit auf dem Hof. Das heißt, ja. Nein! Oh. Das will er gar nicht. Das will er überhaupt nicht. Das habe ich vergessen. Ich glaube, Leute, ich muss den Tag nochmal neu starten. Er will das nicht. Jetzt wissen wir doch, dass er das nicht will. Ich weiß dein Angebot zu schätzen, wirklich. Aber ich habe es dir ja schon mal gesagt. Ich habe mich für dieses Leben entschieden. Ich bin meistens gerne alleine. Ich mag die Stille, um mich im Rhythmus der Natur zu bewegen. Das Leben gefällt mir so, wie es ist. Nie würde ich etwas anderes wollen. Das ist echt ein Problem. Heißen unsere Kühe halt anders, unsere Ziegen, wenn wir die kaufen gehen. Ich schätze, so habe ich das nie gesehen. Jessie, ich weiß unsere Freundschaft sehr zu schätzen und ich weiß, dass du das auch tust. Aber du musst mir nicht helfen. Ich weiß selber, wie ich mein Leben leben will, okay? Riechst du das? Das ist der süße Duft von reifen Beeren. Und weg ist er. So, das haben wir jetzt mal fett verkackt. Das heißt, ich werde jetzt die Folge hier beenden, beziehungsweise cutten. Ich werde den Tag nochmal neu starten. Und wenn ich dann wieder hier bin, gebe ich euch dann Bescheid. Beziehungsweise schneide das Ganze dann zusammen und dann werde ich die andere Auswahl nehmen, weil... Hat gerade ein bisschen nicht ganz funktioniert mit dem Reinklicken ins Spiel und dann hat der automatisch die Auswahl genommen, obwohl ihr das gar nicht wollt. Also gut, dann würde ich sagen, wir sehen uns dann. Bis gleich. Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück. Ja, ihr wisst ja, ich habe die letzte Folge abgebrochen. Habe jetzt alles rekonstruiert, bin jetzt wieder hier an diesem 8-Herz-Event von Linus. Und wir sagen jetzt das, was ich ursprünglich eigentlich auswählen wollte. Ich bin nur froh, dass es Linus gut geht. Vielen Dank, Jessie. Ich habe mir ja schon fast Sorgen gemacht. Ich dachte, du würdest mich einladen, zusammen mit dir auf dem Hof zu ziehen. Weißt du, hier im Tal bist du mein bester Freund und du hast nie versucht, mich zu ändern. Du respektierst, wie ich lebe, auch wenn du es nicht verstehst. Ich weiß das wirklich zu schätzen. Oh. Oh, riechst du das? Das ist der süße Duft von reifen Beeren. Hui, und weg ist er. So, das, was ich ursprünglich auswählen wollte. Oh, was für ein Schatz. So. Oh, hallo. Ihm habe ich schon sein Geschenk gegeben. Und ich habe noch, ihr seht es, ich habe weniger Geld. Ich habe nämlich gerade einen Pferdestall bauen lassen. Ich habe noch schnell Kupfer mitgenommen. Ja, der kostet auch mal schlappe 10.000 und keine Ahnung wie viel Hartholz. Ich hatte jetzt aber alles dabei. Und... Jetzt bringen wir wieder alles zurück. Wir müssen nämlich noch gießen auf dem Hof. Das habe ich nicht gemacht. Die zwei Ziegen, die wir halt jetzt gekauft haben, heißen halt jetzt anders als
beim ersten Durchlauf, aber mein Gott, das ist ja jetzt egal. So, da haben wir eine Weintraube, Brombeere, Brombeere, okay. So, dann packen wir jetzt mal wieder alles hier in die Kisten. So, dann haben wir, nein, das hier, das hier, das hier, das hier, das hier, das hier und das hier. Und das hier. Nicht schön, aber selten. So. Ich glaube, Diamant haben wir Gunther schon eingegeben, oder? Mittlerweile, glaube ich. So, wir haben hier unsere. Ach ja, da habe ich nur übrigens schnell drei Beeren reingeschmissen, weil, ja, da war überhaupt nichts drin. Ich habe sie übers Nei gestellt und habe aber total vergessen, was Nei zu tun. Total bescheuert. So, die Kühe haben die gleiche Milch gegeben wie vorher auch, also praktisch drei silberne und eine goldene. Die Hühner haben auch die gleichen Eier gegeben. Also es hat sich jetzt durch diesen Restart praktisch von dem Game und dem Abbruch zwischendrin hat sich nichts geändert an unserer Ausbeute. Die Blumen habe ich auch noch unten schnell geerntet. Bei Mani habe ich die Dinge noch gekauft, also ich habe alles eigentlich so rekonstruiert, wie wir das dann vorgespielt hatten. Nur wie gesagt, ohne euch, weil das wäre schwachsinnig gewesen, dann hättet ihr das alles nochmal anschauen müssen. Und so passt das, ne? So. Oh, wir haben kein Wasser mehr. Mist. Ist ja egal. So, ich würde sagen, wir gießen noch fertig. Kohle bräuchten wir bald aber wieder, glaube ich. Weil, wenn ich noch ein paar so Fässer machen möchte, brauche ich mehr Kohle. Kohle. So. Ja, Minecraft. Minecraft habe ich ja den Extra-Kanal gemacht, den My Lady Minecraft. Ich habe ja hier auch die Playlisten verlinkt. Da möchte ich dann zukünftig, also ich habe ja vor, oder ich möchte eigentlich schon mal wieder ein Let's Play machen. Bisschen Wett, das ein Live-Let's Play damit machen. Vielleicht, wenn mein Cousin Lust hat, der jetzt auch ja mittlerweile angefangen hat zum Streamen. Und bei meinem Onkel weiß ich es nicht. Zwiegen möchte ich natürlich nicht, aber irgendwie doch. Nein. Dass ich da vielleicht dann einfach ein Live-Let's Play draus mache, das Ganze im Livestream spiele, den Livestream dann wahrscheinlich hier hochlade und die geschnittenen Versionen oder die geschnittenen Folgen dann eben dementsprechend bei My Lady Minecraft, weil ich möchte das Minecraft einfach aussondern, sage ich jetzt mal, auf einen extra Channel, weil ich das Gefühl habe, die Leute, die Minecraft gucken, die wollen halt fast nur Minecraft sehen. Und da ich jetzt hier auf dem Kanal aktuell kein Minecraft spiele und eigentlich jetzt eher gerade so Stardew Valley und sowas spiele, habe ich mir dann gedacht, ah, sortiere ich es aus. Sims ist ja das Gleiche. Ich habe ja den Sims-Kanal und möchte auch weiterhin aufnehmen. Das muss ich dann halt jetzt auch nochmal machen. Gut, die heutige Folge kommt eh schon nicht mehr raus, weil ich es nicht mehr geschafft habe. Aber ansonsten. Sims passt halt auch wieder hier nicht so richtig auf den Kanal, deswegen eben auch die Verlinkung dann, beziehungsweise die Playlist hier im Kanal verlinkt. Für die Leute, die es halt dann doch anschauen möchten. Hui! So. Wir könnten mal hier noch ein bisschen Gras ernten, ein bisschen Heu. Weil der Herbst ist jetzt schon ziemlich fortgeschritten. Ich weiß jetzt nicht, was von dem Gras dann wirklich das Heu zum Essen gibt. Wir müssen es auf jeden Fall jetzt mal eindämmen. Und ich hoffe, dass es dann im Frühjahr wieder wächst, weil ich habe keine Lust, das dann alles anzupflanzen. Okay, die lasse ich jetzt mal nur stehen. Kann sich keiner beschweren. Und die 50 Heu sind jetzt automatisch im Silo gelandet. Das ist natürlich sehr von Vorteil. Hier haben wir jetzt alles gegossen. Das passt. Ich möchte auf jeden Fall noch einen zweiten Schuppen machen, weil ich möchte den Schmelzofen und alles woanders hinpacken. Und das hoffentlich haben wir auch bald fertig. Müsste ich mal noch gucken, was wir noch dafür alles brauchen. Den würde ich auch gerne mal weghacken, aber das geht glaube ich nicht. Ja, deine Spitzhacke ist nicht stark genug. Ach Menno, so ein Blödsinn. Haben wir noch ein bisschen Hartholz, wenn wir noch ein bisschen Ausdauer haben. Hätten wir jetzt heute in die Mine können oder nicht? Ich habe keine Ahnung. Wie gesagt, ich habe das nur schnell jetzt rekonstruiert, dass wir wieder an dem Punkt sind, wo die Auswahl zu Linus ist. So. La 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 la. Dann haben wir hier noch. Eigentlich könnten wir im Winter
Ich könnte mir da nur ein paar Bäume anpflanzen, die dann über den Winter nur wachsen, dass wir noch mehr zum Fällen haben. Das wäre vielleicht gar nicht blöd, oder? Was meint ihr? Noch die letzten Samen ausbringen, dass die da jetzt oben aufwachsen können. Also hier rauf praktisch, den Wald erweitern, dass wir dementsprechend dann, wie gesagt, über den Winter ein bisschen Holz hacken können, um die Gebäude vielleicht weiter zu erweitern. So. Was habe ich gerade gesagt? Nee. Was habe ich gesagt? Hä, was war das? Ja, wir wollten Bäume anpflanzen. Mann, Mann, Mann. Kiefern habe ich jetzt echt schon 112 Stück. Okay, nicht schlecht. So, dann schauen wir jetzt mal. Wir haben immer, wie weit sind wir auseinander? Zwei. Oder zwei Felder. Da haben wir jetzt dann eh nichts mehr drin. Der ist hier falsch. Der darf hier nicht so einfach wachsen. So geht's nicht, ne? Das ist ein geregelter Wald, ne? Da wird nicht einfach so quer gewachsen. So geht's nicht. So, dann tun wir jetzt hier schön, schön, schön brav. Nein, der war da falsch. Nein. Ich wollte den Samen wieder rausziehen. So. Weil dann können wir über Winter nämlich Bäume fällen. Das wäre nämlich gar nicht so blöd. Weil, wie gesagt, das Holz brauchen wir ja eh wieder. Für unsere lieben Vorhaben. Da wollt ihr eigentlich hinpflanzen. Dann hauen wir den wieder raus. So. Mann, Mann, Mann. Nicht schlecht, Herr Specht. Okay, da können wir jetzt nichts weiter, da müssen wir den wieder ummähen. Machen wir jetzt aber nicht. Wir packen jetzt mal die restlichen Samen noch zum. Oh, das ist sehr gut und diesmal baue ich sie aber auch ab. Diesmal baue ich sie aber auch ab und tue sie dann dahin, wo sie hin sollten. Oh Mann, das war so bescheuert. So, oh ja, da, und dann so, die tun wir dann da in den Schuppen und dann, ja, bis zur nächsten Aufnahme hat man es halt schon wieder vergessen, gell? Dämlich, aber es ist halt so. Es passiert. Es kann passieren. So müsst ihr hinhauen von der Mitte her, gell? Da machen wir dann einen Gang, brauchen wir. So. Es ist jetzt wirklich riesen viel Ertrag, was wir da rausbringen. Aber wenn mal der ganze Schuppen hier zur Hälfte voll ist und da dann die andere Hälfte, dann sollte man das schon hinbekommen, dass wir da ein bisschen was kriegen an Geld. Die Versandbox können wir, glaube ich, auch bauen lassen. Ich habe jetzt hier den Pferdestall hinbauen lassen, nur falls ihr euch wundert. Die müssen wir dann nochmal ins Gemeindehaus bringen. Das machen wir aber anderes Mal. Jetzt nehmen wir heute. So, dann gehen wir doch mal. Da war der ganze Kappes vom Haus her. Sashimi brauchen wir erst oder nächste Woche. Genau, weil den haben wir jetzt beschenkt. Seht ihr, und gleich haben wir bei Linus nochmal Herz gekriegt. Warum? Weil wir ihm die andere Antwort gegeben haben. So. Herstellung. Herstellung. Hartholz, Kupferbahn. Könnten wir doch eigentlich machen, oder? Da könnten wir immer vier Milch gleich machen. Komm, das machen wir noch schnell. Kupfer. Was brauchen wir noch? Stein. Okay, wir müssen unbedingt bald wieder in die Mine. Unbedingt. Das packen wir da wieder rein. Tun wieder durchsortieren. Es wird spät. Ja, das ist schön für uns. So. Nein, den ernten wir erst morgen, den Käse. Gute Nacht, meine Lieben. Ja, die zwei Ziegen, die ich halt jetzt im zweiten Durchlauf gekauft habe, die heißen halt jetzt anders, mein Gott. Ist ja jetzt nicht so schlimm, ne? Ins Bett gehen. Ja. Schauen wir mal, was der Tag so gebracht hat.
Ah ja, haben wir wieder ein bisschen was reingeholt für das, dass wir ja Pferdestall in Auftrag geben. Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und ich sage bis dahin, Ade, Vashé und danke, dass ihr dabei wart. Bis dann. Tschüss.